Danke. Ich möchte kurz darauf anschließen. Ich sehe das natürlich ähnlich, dass das System, in dem wir leben, nicht funktioniert. Und auch in den Medien ist ein System etabliert worden, das den Journalisten es schwer macht, die Wahrheit zu schreiben oder das, was wirklich wichtig ist. Trotzdem denke ich, es ist wie im wahren Leben. Journalisten haben auch die Möglichkeit, sich zu wehren. Und stattdessen entdeckt man Journalisten, die Berichte über Occupy verfälschen, Falschaussagen treffen, die nur negativ schreiben statt positiv. Wir wissen, dass sie das verherrlichen oder nicht verherrlichen, dass sie das tatsächlich weitertragen. Also gestern Abend im Facebook hieß es dann, sie würden dann sehr sachlich darüber berichten. Aber sachlich ist hier nicht angebracht. Und wenn die Journalisten anfangen würden, alle 10 Berichte, die dafür verantwortlich sind, die nicht sachlich sind, sondern die mal auf den Punkt kommen, würden die ARD keine andere Wahl mehr haben, als wirklich endlich mal was Richtiges zu schreiben. Das heißt, die Journalisten haben schon einen Anteil daran, was geschrieben wird.